Keine Frage, die Welt hat schon aufregendere Handelstage erlebt als heute. Eine uninspirierte Session heute an der Wall Street nach der Rallye am Freitag. Diese Rallye wiederum hat dazu geführt, dass die US-Indizes mehr oder weniger unverändert die letzte Woche beendet haben. Und jetzt wartet man auf die Daten heute 20 Uhr zur Kreditvergabe. Das ist sehr, sehr stark im Fokus der Wall Street, nachdem sich die Regionalbanken heute zunächst mal erholt haben. Aber wir jetzt eben dann auch vor den Daten am Mittwoch die Verbraucherpreise aus den USA vor allem stehen und am Donnerstag dann die Erzeugerpreise. Schauen wir uns die Dinge mal an. Hier sehen wir wenig veränderter Handel. Kaum Bewegung, der VIX allerdings deutlich im Plus, der Russell 2000, der am Freitag am stärksten eine Rallye zaubern konnte, der ist am schwächsten, da sind sehr viele Finanzwerte drin. Wir sehen also wenig Bewegung übergeordnet, aber wie gesagt, diese Daten, die heute um 20 Uhr kommen, nämlich die Senior Loan Officer Opinion Survey, also das ist eine Umfrage unter den Entscheidern in Banken, wie es mit der Kreditvergabe aussieht, die dürfte zentral werden und da dürfte sich eine weitere Straffung der Kreditkonditionen abzeichnen. Huge Henry, ein extrem cooler Typ, hat gesagt, also früher oder später wird es dazu kommen, dass möglicherweise es verboten wird in den USA oder eingeschränkt wird, dass man Geld von der Bank abhebt. Das ist ja das große Thema. Das Geld fließt in diese Geldmarktfonds und fließt aus den Banken heraus. Und normalerweise, wenn dann die Kreditvergabe strenger wird, dann wird früher oder später auch die Arbeitslosigkeit ansteigen. Das Geld sitzt nicht mehr so locker. Firmen investieren weniger, denken sich, besser nicht expandieren, besser nicht investieren, besser mal die Kosten im Griff halten, besser vielleicht auch teure Arbeitskräfte freisetzen. Und so sehen wir das normalerweise, wenn sich die Kreditkonditionen deutlich verschärfen, früher oder später dann auch eine Rezession kommt. Und wenn eine Rezession kommt, dann ist das nicht wirklich gut für die Aktienmärkte. Klar, dann werden Unternehmen weniger umsetzen, weniger verdienen. Aber die Märkte sind noch so ein bisschen in dieser Goldilocks-Auffassung. Hier sehen wir mal von Capital One, der größte Kreditvergeber für die Mittelklasse. Also das ist so ein typischer bürgerlicher für das Bürgertum, könnte man sagen, der klassische Kreditgeber. Da hat man die Rückstellungen für Kredite um 313% zum Vorjahr erhöht. Also man fürchtet, dass da letztendlich Verluste existieren. Aber wie gesagt, es ist ein Goldilocks an den Märkten derzeit. Die wollen das Beste aus beiden Welten. Die sollen die Zinsen senken, aber dennoch soll die Wirtschaft nicht in eine Rezession fallen. Das ist nicht so fürchterlich wahrscheinlich. Und so sehen wir, wie teuer inzwischen eben die Aktien sind. Price-Earnings-Ratio, etwa eine Apple über 26, eine Microsoft, die bei 29 ist. Das sind schon extrem hohe Kennzahlen, die Price-to-Sales-Ratio, also praktisch das, was man an Marktkapitalisierung aufweist, in Relation zum Umsatz extrem hoch in so vielen Bereichen. Aber wir starten sicherlich einen neuen Bullenmarkt und das in einer Situation, wo Tech, die großen Tech-Werte zum S&P 500 etwa so hoch stehen wie zuletzt im Februar 2000 vor Platzen der Dotcom-Blase und auch mal Anfang der 1970er Jahre. Wer glaubt, dass das noch weiter nach oben geht, der muss Optimist sein, meine Damen und Herren. Aber es gibt derzeit ja fast nur Optimisten. Und so sehen wir bei dieser Price-Earnings-Ratio, also Marktkapitalisierung in Relation zu den Gewinnen, da sehen wir, dass die Forward Earnings per Share, also das, was man erwartet an Gewinnen, eigentlich sich kaum verändert hat. Aber die Preise sind gestiegen. Mit anderen Worten, die Aktien sind teurer geworden. Aber die Fed wird sicherlich die Zinsen auf Null senken sehr bald und die Wirtschaft in den USA überhaupt nicht in eine Rezession fallen, weswegen die Fed ja dann die Zinsen auf Null senken wird. Warren Buffett sieht das offenkundig anders. Der sagt, die gute Zeit ist vorbei. Der verabschiedet sich weitgehend von den Märkten. Er bleibt in Apple drin und so weiter. Aber er hat doch deutlich Geld abgezogen aus US-Unternehmen, weil er offenkundig weniger optimistisch ist. Aber Buffett, der hat natürlich überhaupt keine Ahnung und wir sehen, dass trotz der Hoffnung, dass jetzt eine Zinspause entsteht, die Aktienmärkte nicht so richtig mehr vom Fleck kommen. Wir sehen jetzt zu Beginn des Mai nicht wirklich viel Bewegung. Wir sehen, dass aus Aktienmärkten Geld abgezogen wurden, wie Daten der
Bank of America zeigen. Und hier sehen wir eben diese Zinserwartung. Man erwartet, dass also jetzt schon spätestens im September die Zinsen sinken werden und dann in Richtung unter 3% gehen werden. Ja, ja, schauen wir mal, ob das der Fall ist. Hier nochmal die Fed Fund Futures. Wie sehen die ganze Geschichte? Man geht mit 88% Wahrscheinlichkeit davon aus, dass die Zinsen unverändert bleiben bei der nächsten Sitzung und denkt auch, ja, dann im Juli könnte das auch noch der Fall sein, aber dann im September Wahrscheinlichkeit von 50% etwa, dass die Zinsen das erste Mal gesenkt werden und mit einer 20% Wahrscheinlichkeit sogar, dass die Fed dann einen halben Basispunkt oder praktisch ein halbes Prozent die Zinsen gesenkt haben wird und dass die Zinsen so hoch sind jetzt wie aktuell am 31.01.2024, da sehen die Märkte eine Wahrscheinlichkeit von 0%. Wir wollen sehen, ob das so passiert. Barclays jedenfalls und auch Goldman Sachs sagen, nein, das wird nicht passieren. Wir erwarten, dass die Fed die Zinsen nicht senken wird. Ich bin auch eher in diesem Camp, außer es passiert wirklich etwas Herbes, denn die Fed, die wird nicht den Fehler aus den 70er Jahren wiederholen wollen, als man eben die Zinsen gesenkt hat, dann die Inflation wieder nach oben geschossen hat, ist, das ist sehr stark gewissermaßen in der DNA der Fed inzwischen verankert. Also es müsste schon eine sehr schwere Rezession kommen, damit die Fed sozusagen wortbrüchig wird, denn Paul hat ja auch auf der letzten Pressekonferenz mehrfach betont, nein, wir werden die Zinsen nicht senken, denn die Inflation kommt sehr langsam runter, viel langsamer als die Märkte glauben. Goolsbee, der neu in der Fed ist für Chicago oder von der Chicago Fed, der eigentlich sehr dovish ist, der sagt, wir müssen erst mal gucken, wie die Daten werden, vor allem wie die Kreditkonditionen ausfallen. Deswegen heute wichtig eben diese Kreditdaten. Und getting vibes that a credit squeeze is beginning. Also ich habe das Gefühl, könnte man frei übersetzen, dass die Kreditklemme bereits begonnen hat. Und es sei noch zu früh zu beurteilen, was wir im Juni machen werden. Also auch er schließt jetzt nicht explizit zum Beispiel eine Zinsanhebung aus. Wir sehen heute frische Daten, New York Fed Inflation Expectations, also eine Umfrage der New Yorker Fed zu den Inflationserwartungen. Die sind ein bisschen runtergekommen, was ein Jahr betrifft, und ein bisschen raufgegangen, was fünf Jahre betrifft, also die nächsten fünf Jahre betrifft. Aber wie gesagt, es ist ziemlich ruhig heute, ziemlich fade heute. Es ist irgendwie so ein Loch, fast schon so ein Sommerloch, könnte man sagen. Zunächst mal Regionalbanken stark im Plus, PacWest etwa, weil sie die Dividende gestrichen haben. Eine großartige Nachricht. Aber wir sehen dann, dass Banken-ETF doch, das Regional Banking-ETF dann doch wieder 1,5% im Minus. Also es hat nicht so richtig gehalten, auch bei PacWest. Dann tiefere Kurse und tiefere Kurse heute auch bei Bitcoin. Warum? Weil Coinbase, die wichtigste Kryptobörse, da ist zweimal die Abhebung von Bitcoins ausgesetzt worden. Und der CEO von Coinbase, Armstrong, hat gesagt, more capital is required in the crypto economy. Mit anderen Worten, wie Wall Street Silver hier sagt, please stop taking your money out of the casino. Also wir haben zu wenig Liquidität, könnte man sagen. Das ist vielleicht nicht so das allerbeste Zeichen, wenn wir schon von Liquidität sprechen. Normalerweise steigen Aktienmärkte ja auch, wenn die Liquidität steigt. Das ist derzeit nicht der Fall. Und wenn wir nochmal nach Deutschland kommen, dann sehen wir hier mal den Unterschied in der linken Grafik zwischen den Unternehmen, die weniger energieintensiv sind, deren Aktienkursen, und diejenigen, die energieintensiv sind. Klafft total auseinander, die energieintensiven sind abgeschmiert. Und wenn wir uns mal in Deutschland die Pharma- und Chemiebranche anschauen, dann sehen wir, da geht die Produktion immer weiter nach unten, obwohl ja eigentlich die Energiepreise zuletzt doch deutlich gefallen sind. Wir sind jetzt nur noch bei 35 Euro etwa die Megawattstunde. Und jetzt hat auch Robertino Habeco, der kürzlich die geniale Idee hatte, eben jetzt alle Heizungen unbedingt austauschen zu lassen, jetzt sagt er, okay, wir könnten vielleicht noch uns ein bisschen mehr Zeit lassen. Die Leute sind total verunsichert. Das schlägt sich direkt im Konsum nieder, weil die Leute eben nicht wissen, wie viel Geld muss ich jetzt in die Hand nehmen, um in eine neue Heizung reinzubauen. Wenn das mal jetzt dieses Damoklesschwert weg wäre oder zumindest weiter nach hinten geschoben würde, wäre das durchaus positiv. Und hier sehen wir mal, wir müssen ja unbedingt CO2-neutral werden.
Und die Frage, was bringt das, wenn China und Indien sich nicht für solche Ziele wirklich verpflichten und interessieren? Dementsprechend sind es die Steuerzahler, die in Deutschland, in Japan, in den USA letztendlich das Ganze finanzieren müssen für faktisch null Effekt. Klar, man kann sagen, irgendwo muss man anfangen, aber wir müssen dann wahrscheinlich anfangen zu versuchen, Technik zu entwickeln, damit die Chinesen weniger CO2 emittieren, denn unser CO2-Verbrauch, das sieht man hier in der westlichen Welt, der geht tendenziell ohnehin nach unten, schon weil die deutsche Industrie ziemlich einklappt. Wir haben die Industrieaufträge gesehen, die Industrieproduktion gesehen, Daten von Montag und Freitag katastrophal schwach, da scheint sich etwas zusammenzubrauen. Abschließend, meine Damen und Herren, noch drei Hinweise. Apple hat heute dafür gesorgt, dass die Schulden der USA teurer werden. Warum, wieso, weshalb, lesen Sie in diesem Artikel. Und die zweite Artikelempfehlung: Allianz-Chef Volkswirt, der warnt vor der Gefahr eines neuen finanziellen Unfalls. Wir haben ja schon ein paar Unfälle gesehen mit den Regionalbanken. Zweite Empfehlung und dritte Empfehlung: Russland und Indien streiten um Bezahlung der Öllieferungen. Die können sich nicht mal einigen, in welcher Währung Indien russisches Öl bezahlen soll. Das sind ja beides BRICS-Staaten und die wollen eine eigene Währung schaffen, um die Dominanz des Dollars abzuschaffen. Das wird kaum gelingen, wie man an diesem wunderbaren Beispiel schon sehen kann. Also drei Empfehlungen. Ich sage jetzt Servus und Ciao.